Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel mit demografischen Trends, insbesondere mit der demografischen Alterung und in der zweiten Episode eben besonders mit den Auswirkungen auf Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt. Damit verbinden sich drei Lernziele. Zum einen sollten Sie die grundsätzlichen Herausforderungen alternder und schrumpfender Gesellschaften benennen können, speziell wenn es um den Arbeitsmarkt geht. Zum zweiten sollten Sie mit wesentlichen Zukunftsszenarien vertraut sein, die sich mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung verbinden. Und drittens sollten Sie einen Überblick über die wesentlichen Handlungsoptionen haben, also welche Möglichkeiten bestehen, wenn es darum geht, die Folgen des strukturellen Wandels der Erwerbsbevölkerung in den Griff zu bekommen oder zumindest abzumildern. Die Gliederung: Wir schauen zuerst auf strukturelle Änderungen der Erwerbsbevölkerung, dann, was das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat und blicken schließlich am Ende auf die Optionen für die Zukunft. Lassen Sie mich mit den strukturellen Änderungen der Erwerbsbevölkerung beginnen. Ein Blick auf Deutschland erhellt, worum es dabei geht. Wenn wir uns die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, wir sprechen üblicherweise von den 15- bis unter 65-jährigen Menschen, näher anschauen, sehen wir, dass Anfang der 1990er Jahre 55 Millionen Menschen in Deutschland in dieser Altersgruppe waren. Heute sind es im Verhältnis dazu unter 54 Millionen. Wir sehen also hier einen gewissen Rückgang und der wird sich in der näheren Zukunft noch fortsetzen. Und wenn wir uns das Gewicht der unter 40-Jährigen und der über 40-Jährigen in dieser Altersgruppe noch einmal näher anschauen, sehen wir, dass im Jahr 1991 die Mehrzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter damals in der Altersgruppe zwischen 15 und unter 40 waren, während heute eine Mehrzahl in der Altersgruppe über 40 ist. Also die Gesellschaft altert nicht nur insgesamt, sondern auch die erwerbsfähige Bevölkerung und in den Betrieben dann entsprechend die Belegschaften oder im öffentlichen Dienst eben die Bediensteten altern in sich als Gruppe ebenfalls. Zweite wichtige Veränderung: Es gibt nicht nur eine Alterung in der Gruppe der Erwerbsfähigen, sondern wenn wir anschauen, wer in dieser Gruppe tatsächlich arbeitet, eine Entwicklung, die zwischen Jungen und Alten gegenläufig ist. Wir sehen, dass die Erwerbsquoten bei den Männern im Alter zwischen 30 und 55 in den letzten 20 Jahren etwas zurückgegangen sind, während sie bei den Frauen zwischen 30 und 55 gestiegen sind. Also wir haben heute im Verhältnis mehr Frauen im Erwerbsleben als vor 20 Jahren. Und wir sehen auch, dass es einen Rückgang der Erwerbstätigkeit bei den Jungen gegeben hat, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das hat mit mehr jungen Leuten zu tun, die nach der Schule nicht sofort berufstätig werden, sondern bis zum Abitur im Bildungssystem verbleiben und dann ein Studium beginnen. Und wir sehen, dass bei den Älteren, bei den Männern über 55, aber insbesondere auch in der Altersgruppe 60 bis 65 und deutlicher noch bei den Frauen über 50, über 55 und über 60, es zu einem deutlichen Anstieg der Erwerbsquoten gekommen ist. Also in dieser Gruppe der Älteren heute erkennbar mehr Menschen noch berufstätig sind, die früher vielleicht schon in Rente gewesen wären oder gar nicht mehr im Erwerbsleben gestanden wären, wenn wir eben an Hausfrauen denken. Weitere wichtige Veränderung: Wir sehen, dass die Anzahl, aber auch der Anteil der ausländischen Beschäftigten in Deutschland wächst. Wir haben Anfang der 90er Jahre etwa 3 Millionen Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland im Erwerbsleben gehabt. Wir halten heute bei 4 Millionen, Tendenz steigend. Und wir sehen, dass der Anteil dieser Beschäftigten an allen Beschäftigten über die letzten 20 Jahre von etwas über 7% auf 9,5, knapp unter 10% angestiegen ist. Also
ein deutlicher Zuwachs sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zur Gruppe aller Beschäftigten. Blicken wir weiter auf Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Hier können wir in die Zukunft blicken und sagen, es wird in den kommenden Jahrzehnten einen weiteren Rückgang der einheimischen Erwerbsbevölkerung geben, weil die Zahl derer, die den Arbeitsmarkt in Richtung Rente verlassen, größer sein wird als die Zahl derer, die aus dem heimischen Schulsystem nachrücken. Das ist ein Prozess, den wir schon in der jüngeren Vergangenheit hatten, aber der dadurch kompensiert wurde, dass der Anteil derer, die überhaupt erwerbstätig werden, eben, wie gerade gezeigt, größer geworden ist. Also im Verhältnis in jeder Arbeitsgruppe, Altersgruppe eben mehr Menschen erwerbstätig sind. Innerhalb der Gruppe der Erwerbspersonen wird es ebenfalls eine Alterung geben. Auch das konnten wir am Beispiel Deutschlands ja schon kurz nachvollziehen. Darauf gibt es verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist eine höhere Erwerbsquote von Älteren, also ein höheres Rentenalter bedeutet einfach länger im Berufsleben bleiben. Die zweite Antwort sind höhere Erwerbsquoten von Frauen. Und die dritte Antwort ist mehr Zuwanderung. Und schließlich können wir darüber nachdenken, ob wir nicht durch eine höhere Produktivität insgesamt auch als eine stagnierende oder vielleicht sogar leicht schrumpfende Gruppe von Menschen eben ein höheres Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die wesentlichen Auswirkungen, die wir heute schon abschätzen können, sind vor allem Engpässe bei qualifizierten Fachkräften, denn es gibt einen zunehmenden Bedarf an Hochqualifizierten und wenn in Zukunft weniger Menschen aus dem heimischen Bildungssystem auf den Arbeitsmarkt kommen, so verstärkt sich dieser Engpass. Zugleich gibt es einen Rückgang der Nachfrage nach Geringqualifizierten auf dem Arbeitsmarkt, was es für Menschen, die ohne Bildungsabschluss das Bildungssystem verlassen, auch in einer schrumpfenden Gesellschaft schwerer machen dürfte, eine entsprechende Arbeit zu finden. Durch die in Zukunft schrumpfende Zahl von Personen, die aus dem Bildungssystem auf den Arbeitsmarkt kommen, reduziert sich auch das frische Wissen, das aus dem Bildungssystem auf den Arbeitsmarkt kommen wird. Dadurch verbessert sich die Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigen nicht weiter. Das heißt, es kommt zu einer Stagnation des Humankapitals, wenn man so will. Auch hier gibt es mögliche Lösungen, nämlich eine konstante Weiterbildung auch von Erwachsenen und eine gezielte Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte im Ausland. Europa ist nicht alleine. Europa ist hier nur der erste Kontinent, in dem dieses Phänomen einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung einsetzt. Wenn wir uns die Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen anschauen, sehen wir, dass diese in Europa von der Gegenwart in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eben Jahr für Jahr kleiner werden wird. Aber wir sehen, dass in etwa 10 Jahren uns China auf diesem Weg folgen wird. Mit deutlich dramatischeren Folgen, weil China ja etwa 3-mal so viele Einwohner hat wie die Europäische Union. Im Gegensatz dazu wird zum Beispiel die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Afrika, insbesondere im subsaharischen Afrika, für die nächsten Jahrzehnte und wahrscheinlich während des gesamten 21. Jahrhunderts weiter zunehmen. Schauen wir uns noch einmal die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter an, definiert hier als Gruppe der 15- bis 64-Jährigen. Und wir sehen hier, dass sowohl im Jahr 1990 als auch im Jahr 2010 diese Gruppe mit 2/3 aller Menschen in Europa die dominante Gruppe war. Blicken wir in die Zukunft, dann sehen wir, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten der Anteil der 15- bis 64-Jährigen deutlich schrumpfen wird, und zwar, wenn man so will, zu Lasten oder auf Kosten derer, die eben älter sind. Die Schrumpfung findet statt in der Gruppe der 15- bis 64-Jährigen, während die Gruppe der 65-Jährigen und Älteren, die noch 1950 nur 8% der europäischen Bevölkerung ausgemacht hat, bis ins Jahr 2050 auf sage und schreibe 27% anwachsen wird. Das ist, wenn man so will, das deutlichste und klarste Argument dafür, warum das Rentenalter nicht bei 65 Jahren bleiben kann im Laufe des 21. Jahrhunderts.
Hinzu kommt, dass diese Altersgruppe auch in absoluten Zahlen kleiner werden wird. Nehmen wir das Beispiel Deutschlands. Die Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren hat im Jahr 2010 nicht ganz 50 Millionen Menschen umfasst. Im Jahr 2030 wird diese Altersgruppe wahrscheinlich nur noch 43 Millionen Menschen ausmachen. Wir reden also von einem Rückgang von 6 bis 7 Millionen Menschen in einem vergleichsweise überschaubaren Zeitraum von nur 20 Jahren. Glaubt man Umfragen unter Unternehmerinnen und Unternehmern, Betrieben, dann sieht man, dass dort nicht so sehr der Rückgang der Zahl der Menschen zwischen 15 und 65, sondern der Mangel an Arbeitskräften, insbesondere an qualifizierten Fachkräften, als die größte Herausforderung und das größte Problem in Verbindung mit dem demografischen Wandel gesehen wird. Also zu wenige Leute, die mit guter Qualifikation am oberen Ende der Wertschöpfungskette Güter und Dienstleistungen in Deutschland zur Verfügung stellen oder produzieren können. Und das ist ein Thema nicht nur für Deutschland, sondern klarerweise auch für einen Teil seiner europäischen Nachbarländer. Schon heute zeigen Vergleiche zwischen offenen Stellen und arbeitslos gemeldeten Personen jedenfalls in Westdeutschland, aber bei bestimmten Branchen auch in den östlichen Bundesländern eben eine Knappheit auf dem Arbeitsmarkt. Was wir auch sehen, ist, dass Menschen, die gut qualifiziert sind, heute in Deutschland praktisch nicht arbeitslos sind, praktisch alle in Arbeit sind, während die Arbeitslosigkeit, die ja insgesamt gesunken ist während der letzten Jahre, immer noch bei Personen, die über keinen Bildungsabschluss verfügen, am höchsten ist. Das ist ein klares Signal, dass auch in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft es nicht einfach eine Knappheit an Arbeitskräften gibt, sondern ganz spezifisch nach qualifizierten Personen nachgefragt wird. Und die Tatsache, dass es zum Beispiel in Stuttgart oder in München oder im Rhein-Main-Gebiet nicht genug ausgebildete IT-Techniker oder Maschinenschlosser oder Schweißer oder Ingenieure gibt, ist sozusagen kein Trost und auch keine Perspektive für Menschen, die vielleicht im Nordosten Deutschlands, sagen wir in Mecklenburg-Vorpommern, eben arbeitslos sind, weil ihnen entsprechende Qualifikationen fehlen. Das heißt, dieses Phänomen ist ganz klar mit der Struktur des Arbeitsmarktes verbunden. Nachgefragt werden qualifizierte Arbeitskräfte, und das ist ein Phänomen, das nicht nur in Deutschland zu beobachten ist, sondern in praktisch allen europäischen Staaten. Je geringer die Ausbildung, umso höher die Arbeitslosigkeit. Je besser die Ausbildung, umso geringer die Arbeitslosigkeit. Von Norwegen über die Schweiz, Belgien, Dänemark und Schweden können wir anhand der Daten ganz ähnliche Muster beobachten. Wenn wir eine globale Perspektive einnehmen, sehen wir, dass es ein wachsendes Ungleichgewicht auf den Arbeitsmärkten gibt. Wenn wir zum Beispiel europäische Länder miteinander vergleichen oder auch Europa insgesamt mit seiner Nachbarschaft südlich des Mittelmeers. In entwickelten Industriestaaten, insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch in Skandinavien, gibt es einen zunehmenden Mangel an Hochqualifizierten. Wenn wir weiter nach Süden blicken, in den Süden Europas, aber auch außerhalb, zum Beispiel nach Nordafrika oder nach Südasien, sehen wir ein wachsendes Angebot auch an qualifizierten Arbeitskräften, die daheim keinen Arbeitsplatz finden. Es ist völlig klar, dass die Migration von qualifizierten Personen aus Ländern, in denen es nicht genug Arbeitsplätze für sie gibt, in Ländern, wo es einen Fachkräftemangel gibt, eine mögliche Lösung des Problems darstellt. Blicken wir kurz in die Optionen für die Zukunft. Ich habe sie schon genannt. Die erste Option ist länger arbeiten und später in Rente gehen. Das Potenzial hier sind die älteren Menschen. Wir sehen, dass die Beschäftigung, der Beschäftigungsumfang der Altersgruppe 55 bis unter 65 Jahre in Europa sehr unterschiedlich ist. In einigen europäischen Ländern sind
nur etwa ein Drittel bis 40% der Menschen dieser Altersgruppe noch beschäftigt. In anderen europäischen Ländern, ich nenne die Schweiz, Norwegen, Schweden, aber auch Island, sind zwischen 65% und 80% dieser Altersgruppe noch beschäftigt. Also das hat nichts mit Wohlfahrtsstaat oder mit der Qualität des Rentensystems zu tun, denn Schweden zum Beispiel ist ein entwickelter Wohlfahrtsstaat mit einem gut etablierten Rentensystem. Luxemburg im Vergleich dazu kann Ähnliches von sich behaupten. In Schweden sind 70% der 55- bis 65-Jährigen heute noch im Erwerbsleben. In Luxemburg sind es nicht einmal 40%. Im europäischen Schnitt halten wir bei etwa 46%. Deutschland liegt hier mit 67% deutlich über diesem Schnitt. Ein Potenzial in diesem Sinn existiert zuerst einmal in Ländern, wo heute die Beschäftigung der 55- bis 65-Jährigen unter dem Durchschnitt liegt. Aber in Zukunft geht es natürlich auch um die Frage, ob nicht auch ein Teil der über 65-Jährigen noch beschäftigt sein könnte. Die deutsche Diskussion Rente mit 67, die ja als Ziel gesetzlich schon verankert ist, geht ja ganz klar in diese Richtung. Deutschland ist hier nicht allein. Wir sehen, dass in den letzten Jahren es in vielen europäischen Ländern Bestrebungen gegeben hat, das gesetzliche Rentenalter anzuheben. Das muss allerdings mit Leben erfüllt werden, weil es geht darum, dass auch das tatsächliche Rentenantrittsalter in der Folge angehoben wird. Hier gibt es Probleme, weil ein Teil der Betriebe in Europa zurückhaltend ist, wenn es um die Beschäftigung älterer Menschen geht. Das hat einerseits mit Tariflohnstrukturen zu tun, aber andererseits auch mit einem erhöhten Kündigungsschutz für ältere Menschen. Und wir sehen das hier, zumindest wenn man dieser Umfrage unter Unternehmern Glauben schenken darf, eine Anpassung oder Reduzierung des Kündigungsschutzes als eine wichtige Maßnahme gesehen wird, um den Anteil der älteren Beschäftigten anzuheben. Zweite Option, auch diese wurde schon genannt, mehr erwerbstätige Frauen. Wir haben ja gesehen, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen im Schnitt unter jener der Männer liegt. Das gilt allerdings nicht für alle europäischen Staaten. In einigen Staaten ist der Unterschied sehr klein, wenn wir uns zum Beispiel Finnland oder Island oder Schweden in diesem Zusammenhang anschauen. In anderen Ländern ist der Unterschied sehr groß. Von Rumänien über Tschechien bis Griechenland und Italien sieht man, dass die Erwerbsquoten der Männer deutlich über jenen der Frauen liegen. Also die Option einer höheren Frauenerwerbsquote, diese Option gibt es nur in Ländern, wo die Frauenerwerbsquote heute deutlich unter jener der Männer liegt. Hier gibt es eine Tendenz, die in diese Richtung weist und die hat damit zu tun, dass es im Bereich der akademischen Bildung einen deutlichen Aufhol- und sogar Überholprozess der Frauen gibt. Wir sehen, dass bei den Studienanfängern heute schon die Hälfte Frauen sind. Wir sehen das auch bei den Personen, die ein Studium absolvieren. In Deutschland sozusagen inzwischen mehr als die Hälfte weiblich ist. Und wenn man sich die Promotionen anschaut, sieht man ebenfalls einen deutlichen Aufholprozess. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Jahr 1980 nicht einmal 20% all jener, die ein Doktorat erworben haben, Frauen waren, während dieser Anteil heute schon über 40% liegt. Und auch hier ist absehbar, dass vielleicht in 10 Jahren von heute über 50% der Promotionen von Frauen kommen. Damit stellt sich allerdings auch das Thema Kind oder Karriere und die Frage, wer kümmert sich um die Kinder von Frauen, insbesondere von jenen Frauen, die eine gute Ausbildung haben und die daher auch nach der Geburt eines Kindes nicht auf die Ausübung ihres Berufes verzichten möchten. Also das Thema Kinderbetreuung und jene, die im Beruf bleiben wollen, haben natürlich insbesondere ein Interesse an institutioneller Kinderbetreuung und nicht so sehr an einer Barzahlung in Form eines Betreuungsgeldes. Wir sehen hier in den westlichen Bundesländern Deutschlands
insbesondere bei den unter Dreijährigen, eine weit unterdurchschnittliche Betreuungsquote, während sie, und das ist, wenn man so will, ein Erbe der DDR-Zeit, in den östlichen Bundesländern deutlich größer ist. Im internationalen Vergleich sehen wir große Unterschiede. Wenn man sich ein Land wie Dänemark herausgreift, sehen wir, dass für über 80% aller Kinder unter drei ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Wenn wir ein Land wie Österreich nehmen, sehen wir, dass dies nur für etwa 10% der unter Dreijährigen der Fall ist. Dritte Option, Anwerbung von qualifizierten Arbeitskräften. Also da geht es um Migrationspolitik, aber auch um die Integration dieser Zuwandererinnen und Zuwanderer. Und hier sehen wir, wenn wir die Bevölkerung mit Migrationshintergrund und die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund anschauen, erhebliche Unterschiede. Bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland fast 40% ohne beruflichen Abschluss, während wir bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund doch sehen, dass etwa 60% eine Lehre abgeschlossen haben oder einen höheren beruflichen Abschluss haben, nur 11% ohne beruflichen Abschluss. Das heißt, in der Vergangenheit sind Personen angeworben worden, wo die Qualifikation keine besondere Rolle gespielt hat, nicht im Vordergrund gestanden ist. Erst in jüngerer Zeit kommen besser qualifizierte Menschen nach Deutschland, zum Teil ohne Anwerbung, also auf eigene Initiative, zum Teil aber auch deswegen, weil sich die Bundesagentur für Arbeit entschlossen hat, gezielt auch junge Erwachsene in Ländern wie Spanien oder Griechenland anzusprechen. In fernerer Zukunft wird es mit Griechenland, Spanien oder Italien nicht sein Auslangen finden und wir werden auch darüber nachdenken müssen, Menschen in außereuropäischen Ländern gezielt anzusprechen. Heute gibt es nach wie vor eine höhere Arbeitslosigkeit bei Personen mit Migrationshintergrund. Wie gesagt, sie machen nicht ganz 10% aller Personen auf dem Arbeitsmarkt aus, aber 26-27% aller Empfänger von Arbeitslosengeld sind selber im Ausland geboren, also einen überproportionalen Anteil unter jenen, die Arbeitslosengeld empfangen, und das gilt bei Empfängern von Hartz IV in ähnlicher Weise. In Zukunft geht es also darum, eine Migrationspolitik zu formulieren, die gezielt qualifizierte, talentierte, attraktive Arbeitskräfte anspricht und nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich holt, insgesamt in die wirtschaftlich starken Länder der Europäischen Union holt. Europa steht da in einer Konkurrenzsituation mit anderen Teilen der Welt, heute insbesondere mit den USA, Kanada und Australien, in Zukunft aber, wir haben es gesehen, vielleicht auch mit China. Lassen Sie mich zusammenfassen. Europa und andere Industriestaaten der Welt, Stichwort Japan, werden in naher Zukunft eine Schrumpfung ihrer einheimischen Erwerbsbevölkerung erleben. Insbesondere der Mangel an höher Qualifizierten wird dabei aus heutiger Sicht als besonders problematisch angesehen, da diese Personengruppe nicht einfach und ohne weiteres durch Arbeitsmigranten ersetzt oder erweitert werden kann. Dazu bedürfte es einer gezielten Migrationspolitik. Optionen für die Zukunft liegen insbesondere bei der besseren Ausnutzung vorhandener Potenziale. Es geht dabei um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um Frauen insgesamt und um Personen mit Migrationshintergrund, die bereits im Land sind. Darüber hinaus erfordert es natürlich auch eine gezieltere Migrationspolitik. Lassen Sie mich mit drei Aufgaben und Vorschlägen für das Selbststudium ändern. Überlegen Sie, was betrachten Sie als größte Herausforderung beim Umgang mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung? Zweitens, welche Möglichkeiten sehen Sie für Betriebe, um auf das schrumpfende Angebot an Fachkräften zu reagieren? Und drittens, diskutieren Sie im bekannten Kreis oder in Ihrer Familie, warum lässt sich der Mangel an Fachkräften nicht einfach über eine
liberalere Einwanderungspolitik ohne weiteres ausgleichen. In diesem Sinn sind wir am Ende dieses Kapitels angelangt und ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Kapitel.